In zwei Tagen ist es endlich soweit. Tante Mia tanzt auf der Westerheide in Vechta. Die Aufbauarbeiten laufen im vollen Gang. Hier, wo sonst Schausteller ihre Karussells aufbauen, hat Tante Mia geladen. Das große Festival 2016. Was hier genau passiert, was aufgebaut wird, was schon fertig ist und was euch alles erwartet, das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß! Hinein in die gute Stube. Tante Mias gute Stube, das ist sie, die Bühne der Lausbuben. Und bevor ich hier auf die Turntables gehe, denn DJ ist nicht mein Thema, kommen Sie dran, die Lausbuben. Viel Spaß dabei am Donnerstag. Die letzten Handgriffe werden gemacht und diese beiden Herren haben ja maßgeblich alles in den Händen, damit Tante Mia richtig gut tanzen kann auf der Westerheide. Alles, was Technisches hier so passiert, das weiß der Dirk von Acoustic Sound. Dirk, ich sehe schon, du bist schwer verkabelt, Funkgerät, hatte ich eben auch schon gesehen oben im Zelt. Was ist das Highlight hier? Was können wir erwarten an technischen Equipment für alle Technikfans? Ja, an beiden Bühnen oder an den beiden Hauptbühnen im Zelt und hier draußen haben wir jeweils ca. 40 Quadratmeter LED-Wand, 30 Moving Lights in allen Größen und Variationen, schöne Deko. Das hier draußen haben wir ein bisschen als Retro-Radio gemacht. Wir haben es vorhin schon gehört im Vorgespräch, es kommt ein neues Soundsystem zum Einsatz, zum ersten Mal auf der Westerheide. Was ist das ganz genau für ein System? Das ist das neue Line Array System und das neue Direktstrahlsystem von RCF. Wir sind selber gespannt, aber sehr positiv. Also wir haben es jetzt schon zweimal Probe gehört und sind durchaus davon überzeugt. Und wollen mal sehen, was das Ganze noch bringt. Also glasklarer Sound für alle Elektro-Fans. Natürlich viele Turntables sind dort angeschlossen. Die große Herausforderung für euch und für eure Firma war hier wahrscheinlich die Zeit. Ne? Wir haben den 1. Mai wir wissen alle, das ist natürlich auch Partyzeit und es ist auch Akustik-Sound unterwegs. Aber ihr seid noch im Zeitplan. Wir sind voll noch im Zeitplan, ja. Wir haben jetzt ab dem 1. Mai uns vergrößert. Wir sind mit einer Firma aus Münster fusioniert und somit haben wir noch mehr Personal und noch mehr Material zur Verfügung. Und mit der neu aufgestellten Truppe klappt es einwandfrei. Truppe ist ein gutes Stichwort. Ralf, bei dir laufen alle Sachen Richtung Orga zusammen. Du bist einer der Hauptveranstalter, der Mitveranstalter hier oder der Hauptorganisator. Wir stehen vor dem großen Palastzelt. Ich glaube, Vechta hat sowas noch nie gesehen. Was sind so die Gefühle, wenn man hier so steht? Die Gefühle sind, dass es wirklich jetzt endlich bald losgehen soll, weil wir haben jetzt 8 Monate hart dran gearbeitet, viel geplant, viele Mitarbeiter dabei gehabt, viele Sachen erledigt und gemacht und können es jetzt eigentlich kaum erwarten, dass es wirklich Donnerstag 12 Uhr mit strahlendem Sonnenschein losgeht. Wir haben vorhin im Vorgespräch schon gehört, bei dir klingelt das Handy ununterbrochen. Mal so ganz kurz reingeworfen, was ist das so alles, wo man dran denken muss? Also es wird jetzt alles so kurz vorher nochmal, da werden nochmal die Fluglinien neu sortiert von den Künstlern, die aus den USA kommen. Wir haben nochmal einen Fahr-Shuttle-Dienst, den wir Richtung Belgien machen müssen, der wurde nochmal umgeplant. Also überall brennt es noch. Aber es wird alles definitiv bis Donnerstag fertig. 12 Uhr gehen die Tore auf und dann strömen die Massen und dürfen feiern. Genug verraten. Das war der kurze Überblick über den Aufbau bei Tante Mia tanzt auf der Westerheide hier in Vechta. Am Donnerstag geht's los. Ab 12 Uhr könnt ihr mittanzen mit Tante Mia. Und wir tanzen auch mit. Auf allen Kanälen der OV, auf Facebook, online und natürlich auch im Print und im Digitalangebot. Ach übrigens, noch keine Karte? Einfach an der Tageskasse lösen und durchgehen und Spaß haben.